Aufgabe aus der Beispielsammlung, Seite 18, Nr. 7. Die sogenannte Linsengleichung lautet 1 durch f ist gleich 1 durch g plus 1 durch b. F ist die sogenannte Brennweite der Linse in Millimetern. G ist die Entfernung des Gegenstandes von der Linse in Millimetern. Man spricht auch von Gegenstandsweite. Und B ist die Entfernung des Bildes von der Linse in Millimetern, die sogenannte Bildweite. Veranschaulichen wir uns diesen Sachverhalt. Wir haben eine Linse. Das wäre übrigens eine bikonvexe Linse, also zweimal nach außen gebaucht. Die schwarzstrichlierte Linie ist die optische Achse. Die blau gehaltenen Punkte sind die Brennpunkte der Linse und ihr Abstand quasi vom Mittelpunkt der Linse ist die Brennweite f. Hier haben wir einen Gegenstand, der befindet sich eben im Abstand g vom Mittelpunkt der Linse, das ist die Gegenstandsweite g, und das Bild entsteht, das kippt ja bei einer solchen Linse, wie übrigens auch in unserem Auge. Warum das so ist, wäre interessant, würde uns aber jetzt zu weit wegführen. Und der Abstand des Bildes vom Mittelpunkt der Linse, das ist die Bildweite b. Aufgabenteil A. Bestimmen Sie die Entfernung des Bildes von der Linse mit der Brennweite 4,5 cm, wenn sich der Gegenstand 1,2 Meter von der Linse entfernt befindet. Hier wiederum die Linsengleichung. Wir suchen B, den Abstand des Bildes von der Linse, die Bildweite. Wir setzen nun für die Brennweite f die gegebene Entfernung ein. Bitte wieder einmal erwähnt, immer auf die passenden Einheiten achten. Hier sind alle Längen in Millimetern anzugeben. 4,5 cm mal 10 sind 45 mm und g ist mit 1,2 Meter mal 1200 mm. Dann noch der Bruch plus 1 durch b. Ich habe jetzt den Bruch ein 45stel niedergetippt, bitte hier schon mit bisschen Gefühl runden. Das ist 0,02 periodisch, da ist es schon ratsam, eine solche Dezimalzahl zumindest auf 4 Nachkommastellen zu runden. Noch diffiziler ist die Rundung beim Bruch ein 1200stel, das ist 0,00083 periodisch, also hier wäre es nicht sehr schlau, auf 2 Nachkommastellen zu runden. Ich habe hier schon noch zumindest die erste Ziffer der Periode mitgenommen, also auf 5 Stellen nach dem Komma gerundet, plus 1 durch b. Natürlich kann man jetzt eine solche Gleichung bereits in Zeile 2 in das GeoGebra-Programm eintippen. Ich möchte trotzdem hier quasi als Vorübung für Aufgabenteil B diese Umformung händisch durchführen. Wir bringen das plus 0,00083 mit minus 0,00083 quasi nach links, erhalten dann 0,02137 ist 1 durch B. Da meine gesuchte Größe im Nenner steht, muss ich sie aus dem Nenner bringen, indem ich die Gleichung mit b multipliziere, das heißt beide Seiten. Erhalte links 0,02137 mal b und rechts 1 durch b mal b ist 1, sowie 1 durch 3 mal 3. Nun stört mich noch beim b die Vorzahl 0,02137. Sie ist mit b mit mal verbunden, deswegen dividieren wir die Gleichung durch diese Zahl und erhalten für b auf 2 Nachkommastellen gerundet 46,79 mm. Wird keine Antwort geschrieben, so ist das Ergebnis klar zu markieren. Nicht so bequem haben wir es im Aufgabenteil b. Die Formel 1 durch f ist 1 durch g plus 1 durch b, wird auf die Größe g
umgeformt. Kreuzen Sie an, welche der Umformungen richtig ist. 1 aus 5 in eckiger Klammer bedeutet in dem Format, es werden nun 5 Alternativlösungen angeboten, von denen eine richtig ist. Bei der Berufsreifeprüfung wird dieses Format immer so sein. Es gibt für die AHS, für die Gymnasien auch Formate, bei denen zum Beispiel von 5 keine richtig ist, eine oder zwei. Bei uns ist immer bei 1 aus 5 eine Angabe von 5 richtig. Diese möglichen Angaben lauten hier G sei F minus B oder G ist gleich Bruchstrich B minus F durch F mal B. Oder drittens, G ist gleich Bruchstrich F mal B durch B minus F. Vierte Alternativlösung, G ist gleich 1 durch B minus F. Und die fünfte, G sei F mal B mal Klammer B minus F. Natürlich braucht man hier nur anzukreuzen, doch dann wäre es eine Sache der Wahrscheinlichkeitsrechnung, denn ich glaube, in aller Regel sieht man nicht sofort, welche der Alternativlösungen richtig ist, dann würde man nach Zufall ankreuzen, dann wäre die Wahrscheinlichkeit ein Fünftel, also 20%. In aller Regel ist diese Aufgabe durchzurechnen, das Ergebnis mit den Alternativlösungen zu vergleichen und dann die richtige Variante anzukreuzen. Bevor wir uns der Umformung nach G widmen, schwärzen wir noch jene Textteile an, die zur Erfüllung des Arbeitsauftrages unwesentlich sind. Das 1 durch F ist 1 durch G plus 1 durch B eine Formel, es ist klar. Sie soll auf G umgeformt werden und wir sollen am Ende ankreuzen, welche Umformung richtig ist. Nehmen wir nun die Formel 1 durch F ist 1 durch G plus 1 durch B her. Wichtig, wenn die gesuchte Größe wie hier im Nenner steht, dann muss die Gleichung bruchfrei gemacht werden und nicht durch irgendwelche mysteriösen Vereinfachungen, sondern wirklich nach den Rechengesetzen der Mathematik. Ich habe das in dem MAY-Video Umformen von Formeln auch schon einmal ausführlich erklärt, möchte hier die Schritte im Einzelnen auch nochmals angeben. Um diese Gleichung, und nichts anderes ist eine Formel, bruchfrei machen zu können, bestimmen wir nun den gemeinsamen Nenner. Der Nenner N1 ist F. Der Nenner N2 ist G, Nenner N3 ist B. Da ja jeder Ausdruck ohnehin nur einmal vorkommt, kann in dem Fall der gemeinsame Nenner nur lauten F mal G mal B. Im gemeinsamen Nenner müssen die Einzelnenner als Faktoren vorkommen. Nun bestimmen wir die sogenannten Erweiterungsfaktoren. Das sind jene Faktoren, die dem Einzelnenner zum gemeinsamen Nenner n fehlen. Der erste Nenner lautet f, der gemeinsame Nenner f mal g mal b, also fehlen dem ersten Nenner die Faktoren g und b, also lauten die Erweiterungsfaktoren g mal b. Der zweite Einzelnenner lautet g. Diesem fehlen doch offensichtlich die Faktoren f und b, also lauten hier die Erweiterungsfaktoren f mal b. Der dritte Einzelnenner lautet b, ihm fehlt zum gemeinsamen f mal g. Damit man nicht in Versuchung kommt,
jetzt bereits zu kürzen und sich wieder damit zur Angabe zurückzubewegen, schreibe ich zunächst die Formel, die Gleichung wieder aufnehmend, im Nenner groß n, wissend, das ist f mal g mal b. Und nun sind die Zähler mit den Erweiterungsfaktoren zu multiplizieren. Das bedeutet beim ersten Bruch 1 durch f einmal g mal b. Beim zweiten Zähler einmal f mal b und beim dritten einmal f mal g. Um nun diese Gleichung bruchfrei zu bekommen, multiplizieren wir diese Gleichung mit dem gemeinsamen Nenner. Wir multiplizieren mit n, also mit n Eintel, wenn ich das als Bruch darstellen möchte. Und nicht vergessen, jedes Glied auf jeder Seite mit n zu multiplizieren. Das heißt, die Brüche werden multipliziert Zähler mal Zähler durch Nenner mal Nenner. Wir multiplizieren also die Zähler mit n, die Nenner mit 1. Da das nichts verändert, brauche ich es nicht anzuschreiben. Damit lautet die Gleichung, links einmal g mal b mal n, natürlich weiterhin durch den gemeinsamen Nenner n, ist gleich einmal f mal b mal n durch n plus einmal f mal g mal n durch n. Und offensichtlich kann ich jetzt in jedem Bruch Zähler und Nenner durch n kürzen, durch n dividieren, das geht jeweils einmal. Und da man den Nenner 1 nicht zu schreiben braucht, weil ja die Division durch 1 nichts verändert, habe ich damit eine bruchfreie Gleichung geschaffen. Freilich braucht man diese Umformschritte nicht so ausführlich anzuschreiben. Mir ist es aber hier wichtig zu zeigen, warum diese Gleichung bruchfrei wird. Man hört ja oft, man multipliziere die Gleichung mit dem gemeinsamen Nenner und dann fällt der Nenner weg. Gut, nur wegfallen ist keine mathematische Rechenoperation. Das sind so die kleinen Entmündigungsprogramme, denn mir wird jede Kontrolle genommen. Ist es mir einmal klar, und das hoffe ich, dass das hier der Fall ist, kann man das natürlich auch verkürzt anschreiben. Die bruchfreie Gleichung lautet nun, einmal g mal b ist gleich einmal f mal b plus einmal f mal g. Und da die Multiplikation mit 1 nichts verändert, kann ich schreiben, g mal b ist gleich f mal b plus f mal g. Unsere gesuchte Größe g befindet sich nun in den beiden Gliedern g mal b und f mal g. Vom Typus her haben wir eine Gleichung wie 5x ist gleich 8 plus 3x. Hier befände sich ja x auch in den beiden Gliedern 5x und 3x. Und in dem Fall würden wir doch die Glieder mit x auf die eine Seite der Gleichung bringen. Hier müssten wir mit minus 3x beide Seiten erweitern. Wenn ich jetzt plus f mal g nach links bringen möchte, heißt das für unsere Gleichung, wir ziehen auf beiden Seiten f mal g ab. Erhalten links g mal b minus f mal g ist gleich f mal b. Denn plus f mal g minus f mal g gibt 0. Der Unterschied zur Gleichung 5x ist 8 plus 3x ist jetzt freilich, dass wir die Glieder mit g hier nicht zusammenfassen können. Aber da wir ja die Glieder mit g alle auf eine Seite brachten, kommt g naturgemäß jetzt in jedem der Glieder vor und kann entsprechend herausgehoben werden. Wenn wir g links herausheben, bleibt vom ersten Glied noch b, vom zweiten minus f über. Probe, g mal b ist g mal b und g mal minus f ist minus g mal f oder f mal g. Rechts bleibt ist f mal b.
Dornröschenartig geschaut, stört mich jetzt beim G noch die Klammer B-F. Da sie mit G mit mal verbunden ist, dividieren wir die Gleichung durch B-F und erhalten in Bruchform G ist gleich F mal B durch B minus F. Die Klammer unten müsste jetzt nicht mehr angeschrieben werden. Nun vergleichen wir unsere Umformung mit den Alternativlösungen, also G ist F mal B durch B minus F und sehen, dass Alternativlösung 3 die richtige ist. Diese wird angekreuzt und damit ist diese Aufgabe fertig.